Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 2250. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 1 Live. 0800 220 50 50. Jo, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Das hier ist unsere letzte Ausgabe vor unserer kleinen Osterpause. Und die Osterpause geht bis zum 21. April. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich, mich mit euch gleich zu unterhalten. Also wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch unter 0800 220 5050 oder mailt unter domian@wdr.de. Wir haben eine freie Themennacht. Ihr könnt anrufen zu jedem Thema, über das ihr gerne mit mir hier sprechen wollt. Die Eva ist meine erste Anruferin heute Nacht und die Eva ist 50 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Jürgen. Hallo Eva. Was ist dein Thema? Mein Thema ist eigentlich das Thema von gestern. Ich bin entstellt. Ich bin entstellt. Mhm. Und zwar habe ich vor 5 Jahren, im Februar, ist bei mir eine Krebserkrankung festgestellt worden. Mhm. Und zwar ein Oropharynxkarzinom. Was ist das? Das heißt, man hat Krebs im Hals, Rachen und eventuell sogar im Ohrenbereich. Mhm. Wie hast du das gemerkt? Ich hatte Schluckbeschwerden. Einfach Schluckbeschwerden? Ich hatte Schluckbeschwerden, weil ich schon immer so ein bisschen Probleme mit der Schilddrüse hatte. Also tat es weh beim Schlucken oder konntest du nicht richtig schlucken? Das weiß ich nicht. Weh tat es nicht, aber es war hinderlich. Hinderlich, einfach. Ja. Dann bist du und zum Arzt gegangen? Zum Arzt, weil ich dachte, die Schilddrüse wäre wieder vergrößert. Mhm. Und dann hat der Arzt mir immer erklärt, nee, da wäre überhaupt nichts und ich hätte nichts. Und irgendwann bin ich dann mal zu einem anderen Arzt. Mhm. Und der guckt mir in den Hals und guckt mich direkt ganz ernst an und hat mich dann direkt an die Uniklinik überwiesen. Mhm. Hier in Köln, an die HNO-Klinik. Ja. Und hat mir direkt im Reingucken schon gesagt, ich hätte einen Tumor im Hals. Das hat der nur bloß im Auge gesehen? Ja. Mhm. Und das stimmte dann auch? Ja. Und zwar war das dann auch schon sehr weit fortgeschritten. Mhm. Vorletztes Stadium, also T4. Mhm. Mhm. Und wir haben dann erst wohl noch versucht, mit so einem durch den Hals zu operieren. Ja. Aber das ging halt nicht mehr. Das war einfach zu weit, zu viel. Ja. Und was haben die gemacht? Dann haben die eine große Operation angesetzt. Ich durfte dann nochmal eine Woche nach Hause, wegen den Vorbereitungen. Und dann ist mir eben halt der Kopf aufgemacht worden. Das heißt, von der Unterlippe an abwärts bis zum Kehlkopf. Der ganze Unterkiefer ist aufgemacht worden? Ja. Ganz auf vom Kehlkopf bis zum am Hals, an meiner rechten Halshälfte bis zum rechten Ohr. Das ist alles aufgeschnitten worden? Das ist ganz aufgeklappt worden. Ist etwas grausig, das zu beschreiben jetzt, aber ich weiß nicht, wie ich das sonst erklären soll. Aber damit ich das richtig verstehe, also der Kiefer ist ganz aufgesägt worden, ja, hier unten unterm Kinn. Ja, da ist dann hinterher ist das dann mit so Titanplatten verschraubt worden. Und nur so kam man an diesen Tumor? Nur so kam man da dran. So, also dass es auch wirklich... Klingt jetzt für mich als Laie nach einer sehr, sehr komplizierten und großen Operation. War 8 Stunden angesetzt, ja, hat aber dann fast 11 Stunden gedauert, weil die dann so viel noch entdeckt hatten. Ich hatte also auch einen Muskel, der vom Kopf in den Arm läuft. Hm. Der war auch befallen, den mussten die dann so rausziehen, weil sie ihn gar nicht mehr rausoperieren konnten. Gott, was es alles gibt, das wusste ich gar nicht, das ist so eine Art von ja. Ist auch eine Krebsart, die hier in unserem Breiten sehr, sehr selten vorkommt, hat man mir gesagt. Ist mehr so in Südostasien kommt die vor. Was glaubt man, woher die Ursache ist, dieser Krebsart? Eigentlich ist das eine Krebsart, die, wenn sie hier bei uns vorkommt, überwiegend starke Trinker haben oder Raucher, weil eben halt dabei der so ähnlich wie beim Kehlkopfkrebs oder Zungenkrebs, weil eben halt so der Rachenraum betroffen ist. Klar. Ist, ne? Bist du denn starke Raucherin? Gar nicht. Ich meine, ich habe zwar geraucht, aber nicht im Übermaß. 20 Zigaretten am Tag, da war dann schon meine Spitze. Jetzt meine ich auch jetzt, wo du es erklärt hast, das auch so ein bisschen zu hören. Das merkt man auch jetzt noch beim Sprechen, dass du so eine schwere Operation hinter dir hast. Ja, klar. Vor allen Dingen sind wir dann auch danach, da wird ja dann direkt 3-4 Wochen später, fangen die mit Bestrahlung und Chemotherapie an. Mhm. Und das hat mir dann irgendwie den Rest gegeben. Wie sieht... Weil wenn dadurch sind die ganzen Narben, sind durch diese Verbrennungen bei der Chemo, ich habe
fast 60 Giebelstrahlung bekommen. Mhm. Und die Haut ist verbrannt. Mhm. Und dann... Ist das, lass mich mal kurz unterbrechen, ist das aus Versehen passiert oder nein, ist das? Das ist so. Weil, das ist so. Mhm. Weil ich habe um überhaupt mein Leben zu halten, mussten die das machen. Das Ganze war vor 5 Jahren. Ja. Hat man den Krebs, soweit es irgend möglich war, oder gänzlich wegbekommen? Nach 5 Jahren kann man das ja schon ganz gut sagen. Ja, ich hoffe es. Ich bin bisher nicht rezidiv. Bitte? Ich habe also bisher keine Metastasen oder sowas gehabt. Aber bei diesen Nachuntersuchungen muss ich leider Gottes sagen, ich bin zwar eigentlich mit der Uniklinik unheimlich zufrieden, aber es wird ja immer nur die OP-Stelle untersucht, wenn überhaupt. Das meiste macht, wenn, dann mein Hausarzt, der ist da sehr fit. Aber dass da irgendwie nochmal eine Knochenzintigraphie gemacht würde oder so, das sind wahnsinnig teure Untersuchungen, die werden heute nicht mehr gemacht. Das heißt, so richtig... Ich muss schon für eine Kernspin, muss ich schon kämpfen. Ja, ich weiß, das ist immer schlimmer in unserem System. Das heißt, so ganz 150% durchgeguckt bist du nicht im Moment. Also schon Blut abnehmen, das macht mein Hausarzt hier zu Hause. So, jetzt hieß gestern unsere Sendung ja, ich bin entstellt. Ja. Jetzt beschreib dich mal, wie du aussiehst. Durch die Bestrahlung und die Chemotherapie sind mir alle Zähne ausgefallen. Weil ja wirklich in den Mund rein bestrahlt wird. Ja, und ich kann auch kein Gebiss tragen. Warum nicht? Dadurch, weil die Knochen im Unterkiefer durch die starke Bestrahlung, die fangen an, sich aufzulösen. Ich bin jetzt schon 2-mal nachoperiert worden, weil da Knochensplitter rausgewachsen sind. Ich habe mir zwar ein Gebiss machen lassen, aber das kannst du nicht tragen, wenn da Knochen rauskommen. Also das ist eine klare Folge der Bestrahlung. Ja, klar. Stellt sich mir auch sehr schmerzhaft dar. Das ist auch sehr schmerzhaft. Da läuft man lieber ohne Zähne rum, als mit diesen Schmerzen. Ja, ich stelle es mir auch vor, dass man ohne Zähne dann Schmerzen hat, wenn der Knochen sich auflöst. Ja, ist das klar. So? Ja, ist so. Eigentlich, wenn der Knochen sich auflöst, nicht. Du merkst es ja erst dann, wenn der durchs Fleisch kommt. So, also keine Zähne im Mund. Wie sieht die Haut und... Die Haut ist am Hals sehr dunkel. Und das ganze Gesicht ist irgendwie total verzogen. So, dass du dich schämst, rauszugehen? Ich gehe kaum raus. Ist kaum raus. Hast du Familie? Ich bin verheiratet, habe mich aber letztes Jahr von meinem Mann getrennt. Meine Kinder sind bei meinem Mann geblieben. Warum hast du dich getrennt? Mein Mann, der hat mir erklärt, dass er so nicht mehr mit mir leben kann. Weil du so aussiehst? Weil ich so aussehe. Das hat dein Mann zu dir gesagt? Der hat zu mir gesagt, soll mal ins Spiegel gucken, ob ich mich noch nie richtig angeguckt hätte, als ich ihn gefragt habe, warum. Wie lange wart ihr zusammen? 16 Jahre, also zusammen 20 Jahre, aber verheiratet 16 Jahre. 20 Jahre zusammen. Und war das eine gute Ehe vorher? Hatte ich eigentlich gedacht. Aber wie? Bis so ein halbes Jahr nach der OP hat man auch keine Anzeichen bei ihm gespürt. Aber dann so langsam, die Entfernung wurde immer irgendwie größer. Aber wie weh, Eva, muss das tun? Das tut wahnsinnig. Boah, wenn der eigene Mann, mit dem man eigentlich glücklich war. Ich habe 2 Selbstmordversuche gemacht, ich habe einfach den Boden unter den Füßen. Man denkt dann irgendwie auf einmal, wofür alles. Ja, ja. Ja, wer hält denn zu dir? Im Moment ich selber. Immerhin ist das eine tolle Antwort. Wie ist es denn mit deinen Kindern? Wie alt sind die? Ja, in einem ganz doofen Alter. Mein Sohn ist 15. Naja. Da ist es fast 16, der hat im Moment ganz, ganz tolle eigene Probleme. Meine Tochter ist 18, steckt mitten in den Prüfungen für Fachabi, Fachabschluss. Aber sie kommen nicht besuchen? Ab und zu mal, ganz selten. Und es gibt keine Freundin, keine Verwandte, irgendjemand, der ganz nah an dir dran ist? Nein, weil das hatte mein Mann in der Zeit, als ich noch mit ihm zusammen war, immer unterbunden kann ich nicht sagen, aber... Er war kein sehr geselliger Mensch. Das heißt, er hat das unterbunden? Und Nein, das wäre zu viel gesagt. Das wäre gelogen, wenn ich das jetzt sagen würde. Aber durch seine Art... Ist es nicht dazu gekommen, sagen wir dann so. Dann sind die Leute 1-2 Mal gekommen. Ja, und dann verstehe. Sind sie eben halt nicht mehr gekommen. Verstehe. Das heißt, du stehst im Prinzip mit dir alleine da. Ja.
Aber eigentlich fühle ich mich wohl, nur es fehlt mir halt jemand, weißt du, mit dem man sich austauschen kann. Dennoch finde ich beachtenswert, wie selbstbewusst und auch tapfer du sprichst. Nach all dem Gesundheitlichen, was dir da widerfahren ist, und dann verlässt der Kerl dich auch noch. Ja, ich habe letztes Jahr, im Januar war es, glaube ich, habe ich mit jemandem so darüber gesprochen. Mhm. Das war ein sehr beliebter und bekannter Radiomoderator hier aus Köln. Mhm. Und der hat dann mir geraten, mich schnellstmöglich vor diesem Mann zu trennen. Das habe ich dann auch gemacht. Ich habe erst eine Reha gemacht mit psychologischer Betreuung. Ja. Und das habe ich dann gemacht. Ja. Schritt für Schritt. Erst wollten meine Kinder mit ausziehen und dann aber dann doch nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, dann eben alleine. Mhm. Hast du denn jetzt auch noch eine psychologische Betreuung? Nee, jetzt im Moment nicht. Weil ich habe gemerkt, die psychologische Betreuung in dieser Reha-Klinik, die war ganz okay. Mhm. Aber danach konnte ich zu meinem Psychologen hier nicht mehr gehen. Da war irgendwie, wenn ich die ganze Zeit nur reden muss und nichts zurückbekomme von dem. Verstehe. Das hilft mir nicht. Nee, das verstehe ich. Das kann ich gut verstehen. Man muss ja was zurückkriegen, auch von einem Psychologen. Ist schon richtig. Ne? Was sind jetzt so deine kleinen Ziele, die du dir gesteckt hast, so für die nächste Zeit? Ach, gar keine. Einfach nur erstmal halbwegs stabil werden. Noch mehr zunehmen. Ich hatte letztes Jahr im Januar noch 36 Kilo. Das ist ja mit dem Essen wahrscheinlich auch schwierig. Ja, klar. Du kannst ja nur durchgedrehtes Zeug essen, ne? Nö, das ist nicht so krass, aber ich muss eben halt sehr sehen, weil ich auch gar keinen Speichel mehr habe durch die Bestrahlung. Man kann eben halt nicht so essen wie ein normaler Mensch. Ne? Aber das lässt sich alles regeln. Ne? Aber es ist halt... Man nimmt sowieso schlecht zu dann. Klar. Mensch, ja? Eva, ich würde gerne noch sehr lange mit dir reden, aber du weißt, meine Sendezeit... Ja, da sind ganz viele andere. Ich hätte gerne ein Autogramm. Ja, kriegst du natürlich. Du legst auf, wir rufen dich gleich nochmal an wegen der Anschrift. Wenn du gerne mit meiner Psychologin noch ein bisschen plaudern möchtest, dann ist das natürlich auch möglich, wenn du das möchtest. Ach, vielleicht kann die mir ja ein paar Adressen sagen. Ja, von guten Psychologen. Ja, genau. Genau, gute Idee. Das heißt, du legst auf, die Magdalene, so heißt meine Psychologin heute Nacht, ruft dich an und der kannst du dann auch deine Adresse geben. Und Jürgen, ich möchte dir nur sagen, ich danke dir für viele, viele, viele Nächte, wo ich sehr begeistert bin, wenn ich euch zuhören kann. Ich danke dir für das Kompliment und ich möchte wirklich gerne das auch zurückgeben. Ich finde, dass du eine tapfere Frau bist, so wie ich dich jetzt kennengelernt habe, aber verdammt tapfer. Bleib so, Eva. Danke. Tschüss. Alles Gute, tschüss. So, meine Lieben, 0800 220 5050, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, hier live im Radio bei 1Live und im WDR Fernsehen, dann müsst ihr anrufen oder ihr müsst mir mailen. Julia ist hier. Julia ist 25 Jahre. Guten Morgen. Guten Morgen, hallo. Hallo, guten Morgen, Julia. Dein Thema? Also es ist so, ich bin jetzt im 10. Monat schwanger. Ja, kann man sagen, 10. Monat sind jetzt noch 3 Wochen. Der Vater von dem Baby hat sich vor 3 Monaten getrennt von mir. Ich habe noch eine Tochter, wir wohnen irgendwie noch zusammen in einer Wohnung und es ist absolut Horror. Ich glaube, das kann man sich gar nicht vorstellen. Wie alt ist die Tochter? 6. 6 Jahre. Die kriegt das natürlich voll mit. Du wohnst mit deinem Ex noch in einer Wohnung. Ach ja, das verstehe ich jetzt. Mittlerweile ist sein bester Kumpel eingezogen. Und warum wohnt ihr denn noch zusammen? Weil ich absolut keine Wohnung finde, ich krieg nichts. Ich bin seit bestimmt 4 Monaten am Suchen, schon bevor es auseinandergegangen ist, weil ich es einfach schon gemerkt habe. Es hat schon mit der Schwangerschaft angefangen. Ist das seine Wohnung? Ja, das ist eine Eigentumswohnung von ihm. Ja. Das heißt, du musst gehen. Es geht gar nicht. Ich musste schon zum 1.4. eigentlich gehen. Und was ist jetzt, da ist jetzt noch ein Kumpel von ihm eingezogen? Sein bester Freund ist jetzt hier eingezogen. Wie groß ist die Wohnung? 45 Quadratmeter. 45 Quadratmeter, ja. So klein? Ja. Da seid ihr 3 Erwachsene. Und ein Kind. Und ein Kind. Und du das bist, zweite kommt jetzt in 3 Wochen. Und du bist hochschwanger. Und ich bin hochschwanger. Und er ignoriert mich absolut. Es war am Anfang absoluter Horror gewesen, dass er sogar die Hand vor mir erhoben hat und das irgendwie vor meiner Tochter gemacht hat. Ist das auch seine Tochter? Nein. Nein. Aber dieses Kind ist sein Kind, was jetzt kommt, ja. Ja, aber es war ein Unfall gewesen. Es war so, dass ich Endometriose hatte und auch daran operiert worden bin. Was ist das? Das ist eine Unterleibserkrankung. Und die Ärzte zu mir gesagt haben, ich kann keine Kinder mehr kriegen jetzt zur Zeit. Ah, ja.
Und dann habe ich mich natürlich darauf eingestellt, um ehrlich zu sein. Wie steht er denn zu der Schwangerschaft? Überhaupt gar nicht. Er wollte, dass ich das wegmache. Und seit er erfahren hat, dass es ein Mädchen wird, dann ist es sowieso für ihn Warum? Uninteressant. Warum ist er so drauf? Die ganze Familie ist so. Die haben alle Jungs, das sind drei Brüder. Die wollen alle nur Jungs haben und Mädchen sind eigentlich sehr, ja, störend. Die sind einfach nur zickig und sind einfach, kann man nichts mit anfangen. Diese Wohnung besteht aus zwei Zimmern? Aus drei Zimmern. Aus drei kleinen Zimmern. Und mein Zimmer ist vielleicht so 3 auf 3 Meter. Und es ist nichts in Aussicht im Moment? Überhaupt gar nichts. Ich habe nur Absagen bekommen. Ich habe schon wirklich alles durchtelefoniert und bin schon von Amt zu Amt gerannt. Und die sagen zu mir, ich bin kein Notfall. Ich müsste erst geschlagen werden zu Hause. Dann würden die mir irgendwie was anbieten. Und das ist Horror, wenn man nach Hause kommt irgendwie. Meine Tochter ist nur am Weinen, weil die das natürlich mitkriegt, den Stress, und damit gar nicht klarkommt. Ist dann auch ständig lautstarker Streit da? Absolut. Es wird nur geschrien, es wird nicht mehr normal miteinander geredet. Jeder geht an jedem vorbei und geht in sein Zimmer und verkriecht sich. Und die Schwangerschaft war sowieso schon total kompliziert dadurch. Und sein bester Freund, wie verhält der sich? Ist der neutral oder? Nee. Der ist auf seiner Seite und... Der ist auf seiner Seite und wirkt mir einen rein, wo er nur kann. Wie ist denn das geregelt, wenn du jetzt, wenn das Kind jetzt wahrscheinlich sehr bald kommt, dann gehst du ins Krankenhaus? Dann gehe ich ins Krankenhaus. Und wo bleibt die Kleine? Und wo bleibt das Kind? Die geht dann zur Oma. Die geht zur Oma. Und du könntest nicht auch vorübergehend bei der Oma wohnen? Könnte ich auch bestimmt mal so 1-2 Wochen zu meiner Mutter gehen, das ist nicht die Sache, aber es geht halt nicht auf Dauer dann mit 2 kleinen Kindern in einem Zimmer. Ist schon klar, aber du könntest ja vielleicht vorübergehen, bis du was gefunden hast. Du wirst es bei deiner Mutter besser haben als bei deinem Ex-Freund. Das bestimmt auf jeden Fall, aber wie gesagt, die hat halt auch nur 60 Quadratmeter. Na, lebt die alleine? Nee, mit meinem Stiefvater noch zusammen. Wie ist das Verhältnis mit dem und zu dem? Gut. Gut. Das ist gut. Ja gut, ich meine, das ist zwar nicht riesengroß, 60 Quadratmeter, aber immerhin. Und wenn das Verhältnis gut ist, dann würde ich doch meine 7 Sachen packen und raus aus dieser Hölle da. Und wirklich dann natürlich mit aller Kraft was Neues suchen, nicht als Dauerzustand. Aber was für eine psychische Belastung ist das für dich, da in dieser Wohnung zu bleiben? Sehr, weil ich auch überhaupt gar nicht weiß, wie ich auf meine Tochter reagieren soll. Also für die Kleine im Bauch ist es schon absolut Horror. Ja. Aber ich kann auch keine 3 Monate bei meiner Mutter leben. Weißt du, ich suche schon seit wirklich, ich weiß gar nicht, wie lange ich schon auf Suche. Und man kriegt nur Absagen, man ist irgendwann gut, so fertig, aber es ist doch besser, du gar nicht mehr weißt, was du machen sollst. Verstehe ich. Aber es ist doch besser, von deiner Mutter aus zu suchen und da den Stützpunkt zu haben, als denn da. Willst du jetzt bei den Männern noch 3 oder 4 Monate wohnen? Nein, auf keinen Fall. Ja. Darf ich auch gar nicht. Ich habe schon eine Kündigung gekriegt. Ja, ich bin eigentlich schon gar nicht mehr in einem Mietvertrag drin. Also ist die Sache doch schon klar, das verstehe ich nicht, dass deine Mutter dich aber von sich aus nicht daraus ausholt, wundert mich schon. Nee, sie sagt zu mir, ich kann kommen, jederzeit gerne. Wieso ist das Verhältnis kaputt gegangen zwischen dir und deinem Ex? Es hat damit angefangen mit der Schwangerschaft, dass er das Kind eigentlich nicht wollte, weil er selber noch relativ jung ist und es ist halt einfach passiert. Wie alt ist er? 19. 19, Du bist 25. Ja. Und es ist dann, ich glaube, wir haben uns auch, ich kann dir gar nicht sagen genau, warum es kaputt gegangen ist. Ich denke, dass es viel mit der Schwangerschaft zusammengelegt ist. Und wie lange ging das vorher schon? Wie lange ging es vorher gut? Wir waren ein Jahr zusammen gewesen. Es ging eigentlich so 10 Monate recht gut. Die letzten 2 Monate waren so ein bisschen dann Krise gewesen. Und dann kam natürlich noch die Schwangerschaft. Und das war natürlich dann... Also Julia, im Sinne deines 6-jährigen Kindes solltest du so schnell wie möglich da raus. Und wenn deine Mutter dir das angeboten hat, was spricht denn dagegen, Mensch? Was spricht dagegen? Ich weiß es nicht. Ich bin halt auch kein Mensch, ich fühle mich woanders nicht wohl. Ja gut, aber jetzt geht es nicht um Wohlfühlen, sondern es geht darum, wie man eine Weile gut durch die Zeit kommt. Kleine ist es halt so, sie versteht sich ja schon mit ihm eigentlich ganz gut. Und zu ihr ist er auch freundlich. Nur zu mir halt einfach absolut abweisend. Stell dir mal die Situation vor, wenn du jetzt an diese 45 Quadratmeter auch noch mit einem Baby kommst. Oh, ich will es mir gar nicht vorstellen. Das geht nicht. Nein, das geht ich nicht. Ich war schon wegen vorzeitigen Wehen im Krankenhaus, wegen Stress, und ich darf absolut keinen Stress mehr haben, weil die Kleine dann jetzt auch eine Frühgeburt wird, und das ist Horror. So, jetzt werden wir dich gleich mal zurückrufen. Und wir überlegen mal im Hintergrund, ob
wir dir vielleicht irgendwie mit Rat und Tat noch zur Seite stehen könnten, eventuell, ich weiß es nicht, in Sachen Wohnungssuche. Du wohnst, wo suchst du? In Frankfurt. In Frankfurt. Mhm. Ja. Wir überlegen das mal und rufen dich gleich nochmal an. Einverstanden? Super. Ja, und danke. Ich wünsche alles Gute und alles Gute auch für die Geburt. Dankeschön. Meine Liebe, Julia, alles Gute. Tschüss. Tschüss. Melanie. Melanie ist 24. Guten Morgen, Melanie. Guten Morgen. Hallo, Melanie. Warum rufst du mich an? Ich habe gestern der Sendung angeschaut. Ich bin entstellt und wollte eigentlich gestern schon durchkommen, aber bin nicht durchkommen und deswegen haben mich heute welche zurückgerufen und deswegen rufe ich jetzt an. Und du sagst von dir auch, dass du sagst, ich bin entstellt? Ja. Warum? Ich habe am Rücken 30 cm lange Narbe. Mhm. Vom Schulterblatt haben sie noch was wegmachen müssen. Das ist spitzig, also das sieht jeder. Und am Bein vom Oberschenkel ist Haut abzogen, hat man braucht. Und Moment, also die haben dir, verstehe ich nicht ganz, im Rücken haben die dir irgendwas weggenommen? Genau, das Ganze, ich habe einen Unfall gehabt. Ja. Mit 15. Ja. Haben das Bein war fast verloren. Durch das haben sie mir dann am Oberschenkel dann was wegmachen müssen, dass das Bein erhalten bleibt überhaupt. Ja. Was haben die weggemacht am Oberschenkel? Haut. Haut, weil am Knie, das war alles auf, das war es war alles weg, mein Gelenk war weg, es war einfach alles weg. Was war das für ein Unfall? Das war ein Motorradunfall. Oh ja, Motorradunfälle sind äußerst übel. Ja. So, was hat das jetzt mit dem Rücken auf sich? Als erstes nach dem zweiten Monat Krankenhausaufenthalt haben sie mir dann einen Muskel vom Rücken ins Knie einpflanzt. Mhm. Und deswegen habe ich dann auch die Narbe, die lange Narbe. Im Rücken von 30 cm ungefähr? Ja. Mhm. Und dann haben sie aber auch noch ein Stück braucht, damit sie was ersetzen können. Deswegen haben sie mir dann vom Schulterblatt noch einen Knochen wegraspeln müssen, ein bisschen. Mhm. Also die haben von meinem Schulterblatt was weggeraspelt, weil sie es fürs Knie braucht haben. Wie verrückt, ne? Die raspeln was vom Schulterblatt weg, um es dann ans Knie irgendwie ranzupappen? Ganz genau, ja. Mhm. Und das ist ja, ich habe ja dann auch, ich bin lange im Krankenhaus gelegen, bis sie überhaupt noch eine Möglichkeit gefunden haben, das Knie hinzumachen. Ich habe ja 2 Jahre lang habe ich einen Gips gehabt, erstmal. 2 Jahre. Ja, und da war dann noch gar nichts. Das war nicht sicher, dass ich. Als erstes habe ich einen Fixateur gehabt, da habe ich 3 Monate lang nur im Krankenhaus verbracht. Und dieser Unfall war mit 15, sagst du? Ja, genau. Und du bist ja jetzt schon 30, nee, 24 bist du. 24. Ja. Das begleitet dich jetzt die ganzen letzten 9 Jahre, dieser Unfall? Es ist nicht nur so, dass mich das begleitet, sondern es ist wirklich so, dass mir in ein paar Jahren, in 10 Jahren, den Fuß amputieren müssen. Oh. Das sind einfach, ich habe viele, viele Schäden dadurch. Das Bein ist zwar dran, aber manchmal wäre es besser, wenn es weg wäre. Hm. Warum wird man den Fuß amputieren müssen in einigen Jahren? Ja, das ist durch den Unfall sind der Oberschenkelknochen und der Unterschenkelknochen sind sehr stark porös worden. Porös. Mhm. Genau. Und trotz der vielen Operationen und was man da gemacht hat, wird man das auf Dauer nicht retten können, den Fuß. Wird man nicht. Und warum dann nur den Fuß und nicht Teile des Beines auch? Nee, ich meine, überhalb vom Knie wird es dann abgenommen. Ach so. Mhm. Das wird dann schon ein ganzes Stück über dem Knie abgenommen. Wie viel Mal bist du jetzt in den letzten 9 Jahren daran operiert worden, um dieses Bein einigermaßen hinzukriegen? Puh. Ich schätze mal so 13, 14. Mhm. Permanente Schmerzen auch? Ja, auf jeden Fall. Ich nehme auch Schmerzmittel, ja. Weil ich habe eine kleine Tochter und ich sehr viele Schäden. Ich kann auch nicht rennen, deswegen. Der Fuß ist zwar dran, ich kann normal laufen, aber es sind im unteren Teil sind keine Muskeln und keine Bänder drin. Mhm. Und zu dem Thema, ich bin entstellt, hast du angerufen, weil das Bein wahrscheinlich sehr schlimm aussieht, wenn man dich im Badeanzug sehen würde, zum Beispiel. Ja, das ist nicht nur das ganze Bein. Das ist, weil ums Knie herum, das ist ungefähr, es war so 30 auf 20 Zentimeter, das war alles weg.
Ich habe da nur ein Bild von der Operation, da hat man reinschauen können. Ich hab das gar nicht mehr mitgekriegt. Ich habe es dann nur. Sag mal, dieser Unfall, bist du selbst Motorrad gefahren oder warst du Beifahrer? Nee, ich war Beifahrer. Du warst Beifahrer, wenn du 15 Jahre alt warst. Mhm. Klar. Und hat der Fahrer das verursacht, auf der dich gefahren hat? Mhm. Wer, ja. War das dann ein Freund oder ein Verwandter von dir? Nee, das war damals mein Freund und das ist alles, er hat sich überschätzt und er hat dann auch gar nicht mit dem fahren dürfen, das hat sich dann auch rausgestellt. Ja. Wie schwer ist er verletzt worden? Nicht wirklich schwer. Also er hatte den Fuß gebrochen und das war's. Also du bist schlimmer betroffen, viel schlimmer. Ja. Hat er sich, wie geht er damit um? Er ist schuldig an der ganzen Sache, dass du für dein Leben gezeichnet sein wirst von diesem Unfall. Wie geht er? Ich habe mich dann aufgrund von anderen Sachen dann von ihm getrennt, habe dann in der Zeit kurz danach einen anderen kennengelernt, mit dem bin ich heute noch zusammen. Mhm. Und es interessiert nicht, er hat sich nie mehr gemeldet. Nie mehr gemeldet, auch nie ein Wort des Bedauerns mal gesagt, des Mitgefühls, gar nichts. Nie. Nie. Er hat auch andere Gerichtsverhandlungen, es hat viele, viele Gerichtsverhandlungen gegeben. Er hat nie gefragt, wie es mir geht. Nie. Hast du ihn bei den Gerichtsverhandlungen getroffen? Ich habe ihn getroffen, ich habe aussagen müssen und er hat aussagen müssen. Und stand er dir da feindlich gegenüber? Nee, weil ich habe ja den Strafantrag stellen müssen, das habe ich damals getan, das war meine Mutter. Ich hätte da gar nicht dran gedacht, weil es wirklich mein Freund war, war alles wunderbar. Mhm. Dann habe ich aber zu der Zeit, wo das dann schon auseinander war, habe ich dann anders drüber gedacht, ich bin da neigesessen, weil das eigentlich alles schon am Laufen war und habe einfach nur ausgesagt, wie es war. Mhm. Und er hat dann ausgesagt, er hat auch die Wahrheit gesagt, dass es schuld war, er hat dann auch vieles an. Er hat schon davor viele Sachen getan, die nicht okay waren. Mhm. Und wir sind da nicht irgendwie, ich war nicht sauer auf ihn oder so, aber nie irgendwie. Mhm. Schlimm finde ich das. Traurig und schlimm. Ja. Jetzt sagst du, das ist relativ gewiss, dass ich irgendwann mein Unterschenkel verlieren werde. Wie ist das für dich? Hast du dich damit schon abgefunden und arrangiert oder? Ja. Ja. Ich weiß zum Beispiel, wir wollten das vorher versteifen, ich war bei ein paar Ärzte, durch meinen neuen Freund, der hat mich dann überall hingefahren und seine Mama auch, also wunderbar. Mhm. Ich habe die Möglichkeit, wenn sie es nicht mehr retten können, damit sie es mal versteifen. Mhm. Aber ich sage mir ganz einfach, das ist versteifen, lasse ich nicht, dann lasse ich es lieber abnehmen. Mhm. Könnte es sogar sein, dass wenn das Bein amputiert ist, dass es für dich sogar irgendwie eine, wenn das dann irgendwann gut verheilt ist, eine Erlösung ist? Ja. Mhm. Auf jeden Fall. Mhm. Das ist am Anfang, wird es sicher schwer sein und mit kleinen Sachen auch mit meiner Tochter, aber es ist auf die Dauer, wenn ich mich dran gewöhnt habe, besser. Mhm. Aber dennoch wirst du das doch noch hinauszögern, solange es geht, oder? Nee, sobald ich wirklich das Angebot kriege, dass sie mir den Fuß amputieren, soll ich es machen lassen. Ach so. Das heißt, das kann schon bald sein? Ja. Ah ja. Wenn ich auf das Knie blöd hinfall, dann ist es weg. Ich kann mir auf das Knie auch nicht mehr hinknien. Mhm. Ich kann es auch gar nicht abbiegen, soweit das ist. Mann. Liebe Melanie, da wünsche ich dir viel Kraft, sehr, sehr viel Kraft, dass du die Zeit gut durchstehst, die dann noch auf dich zukommt und dass es danach dann etwas besser für dich wird und du weniger Schmerzen hast vor allen Dingen. Tja, das kommt auf. Ja, das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Und alles Liebe und alles Gute deiner Familie. Das wäre super, ja. Mach's gut, tschüss. Moment. Mhm. Darf ich dich noch um ein kleines Autogramm bitten? Ja, dann legst du bitte auf und wir rufen dich nochmal an, wegen der Anschrift. Alles klar, vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Und Andreas ist hier. Andreas ist 27. Hallo, Andreas. Hallo. Andreas hatte sich ganz anders überlegt. Kurzerhand. Dann geht es weiter mit der Marcelina. Guten Morgen, Marcelina. Hallo. Hallo. Marcelina, schön, dass du da bist. Um was geht's bei dir? Ja, ich habe jetzt nicht so ein schwerwiegendes Problem wie zum Beispiel die Frau vor mir, aber ich habe so auch mit mir zu kämpfen. Ich habe eine Fernbeziehung und ich bin seit fast 2 Jahren mit meinem Freund zusammen. Wie fern ist denn die Beziehung? Wie viele Kilometer liegen zwischen euch? Er ist in Amerika, in Tennessee. Oh, weia. Das ist natürlich sehr fern. Ich dachte jetzt irgendwas zwischen Hannover und Stuttgart oder so. Nein. Also so eine richtige. Wär's nur mal so. Oh, weia. 2 Jahre.
Wie habt ihr euch kennengelernt? Wir haben zusammen in einem Unternehmen gearbeitet und darüber haben wir uns dann kennengelernt. Und ist er Amerikaner oder Deutscher? Nee, der ist Deutscher. Also ich habe ihn hier in einem deutschen Unternehmen kennengelernt. Ja. Und er ist dann letztes Jahr im August gegangen für 1,5 Jahre. Das ist so ein Programm, was er da absolviert, ist halt um besser zu arbeiten später. Also er hat hier eine Ausbildung gemacht und ein Studium, um sich noch vorzubilden, ist er dann halt dahin gegangen und macht so ein Managementprogramm. Ja. Wie, er ist im August nach Amerika gegangen. Ja, genau. Für 1,5 Jahre. Für 1,5 Jahre und kommt nächstes Jahr im Februar dann zurück. Und das ist noch eine sehr lange Zeit. Das ist richtig, ja. Ich gehe mal davon aus, dass ihr viel chattet oder übers Internet telefoniert, wo es nicht so teuer ist. Genau, das ist richtig. Ja, ja, also das ist nicht teuer übers Internet. Ja, das ist, Gott sei Dank geht das so, ja. Ja, das stimmt. Wirst du auch runterfahren und ihn besuchen? Ja, ich war über Weihnachten da und in 7 Wochen steht der nächste Besuch dann an. Ja. Ihr kennt euch 2 Jahre schon? Ja, jetzt. Das heißt also, die Beziehung ist hier schon gewachsen und ist jetzt zu einer Fernbeziehung geworden, quasi. Genau. So kann man das sagen. Hast du Angst, dass aufgrund der großen Entfernung vielleicht die Beziehung, vielleicht nicht kaputt gehen könnte, aber Schaden nehmen könnte? Ja, also das ist nämlich eigentlich auch das Thema, warum ich anrufe. Ich habe das so ganz gut mit mir vereinbaren können und ich habe auch wirklich an die Beziehung geglaubt. Und jetzt hat er mir letzte Woche gestanden, dass er fremdgegangen ist. Oh, in Tennessee. Bitte? In Tennessee. Genau, mit einer Amerikanerin. Das war wohl nur einmal. Der kannte die aber schon ein bisschen länger und hat sich auch mit ihr getroffen. War bei ihr, sie war bei ihm und so weiter. Aber nur Sex? Es ist wohl nur einmal was gelaufen, ja. Ja, und immerhin hat er es dir gestanden. Ja, und also wer hat mir das letzte Woche gesagt? Und das war eine Woche davor, ist es dann da passiert. Und er hat gesagt, war so der größte Fehler seines Lebens. Und er hat eingesehen, dass ich so die Frau überhaupt für ihn bin. Und was ja schon mal ganz schön klingt. Ja, ja, es klingt ganz toll. Ne? Also der hat eingesehen, mir kann ja keine das Wasser reichen. Und er hat jetzt eingesehen, was ich für ihn getan habe, weil es würde sich ja eigentlich keiner darauf einlassen, so eine Beziehung zu führen. Und auch nur so viel zu investieren, weil ich habe wirklich unheimlich viel dafür gemacht, dass die Beziehung auch weiter besteht. Wie hast du denn auf die Botschaft reagiert, als er dir das erzählt hat, dass er fremdgegangen ist? Ja, ich konnte es irgendwie erstmal gar nicht glauben, weil das wäre der letzte Mensch, dem ich sowas zugetraut hätte. Das ist oft so. Ja, also ich meine, es ist so, ich kann das nicht entschuldigen, überhaupt nicht, aber ich kann aus gewissen Gründen irgendwie verstehen, was da passiert ist. Kannst du es denn verzeihen? Nein, ich weiß nicht, ich kann es nicht verzeihen, also ich kann es schon gar nicht vergessen, weil ich mir auch nicht das Recht herausnehme, nur weil ich einsam bin, mit jemand anderem ins Bett zu gehen. Ne? Oder du machst es jetzt auch einmal und dann seid ihr wieder quitt. Und dann kann wieder alles von vorne losgehen. Das finde ich aber irgendwie blöd, weil ich will ja überhaupt nicht mit jemand anderem ins Bett gehen. Aber weißt du, ich finde, das klingt sehr gut, dass das dir gesagt hat. Er hätte es dir auch gar nicht sagen müssen. Ja, so, er hat dass er das dann gleich da verbindet damit, dass ihm das so leid tut und da eine Liebeserklärung dranhängt für dich, das ist doch alles schon mal ziemlich gut, finde ich. Ja gut, aber das Problem ist ja, er hat es mir in einem Moment gesagt, wo es einfach unpassend war, weil ich bin in 7 Wochen, bin ich wieder da und es sind jetzt noch unheimlich lange Wochen, bis wir uns wiedersehen, bis er mir in die Augen sehen kann und sich dafür persönlich entschuldigen kann, dass wir uns in den Arm nehmen können und so weiter. Ne? Trotzdem. Also es ist wahnsinnig schwierig, jetzt noch diese Zeit abzuwarten. Und kann ich verstehen. Aber wahrscheinlich lag es ihm auch so auf der Seele, dass es raus sollte. Er hat es dir per Telefon gesagt. Ja, ja, klar. Ja, nicht geschrieben. Nee. Ja, also ich finde, da solltest du vielleicht jetzt auch ein bisschen großherzig sein. Er hat es zugegeben, er hat es verbunden mit einer Liebeserklärung. Das sind alles Pluspunkte. Die Negativpunkte bleiben auch, natürlich, klar. Jetzt musst du sehen, dass du die 7 Wochen noch rumkriegst und dann bist du da, dann bist du bei ihm. Wie lange wirst du ihn besuchen? 3,5 Wochen. Ja, immerhin, dann habt ihr ja schön Zeit miteinander. Ja, der muss auch in der Zwischenzeit noch arbeiten. Also für amerikanische Verhältnisse
hatte halt durchschnittlich viele Urlaubstage, also 7 im ganzen Jahr. Der nimmt sich insgesamt 10, davon sind dann halt einige unbezahlt. Ist ein bisschen problematisch und dann muss der halt noch arbeiten gehen in der restlichen Zeit. Aber du bist da und in den freien Stunden könnt ihr beiden dann schön schmusen. Zum Beispiel. Ja, so ungefähr. Marcelina, wenn das eine gute Grundlage hat, eure Beziehung, ja, bin ich sicher, dass dieser Ausrutscher vergessen sein wird, bald. Und ich glaube auch, dass dann diese Zeit absehbar ist, bis nächstes Jahr Februar. Das ist dann auch nicht mehr so sehr lange. Und ja, das Problem ist, was sich jetzt stellt, ist, das Einzige, was uns jetzt verbunden hat, war dieses Vertrauen. Ne? Dass also ein Vertrauensfundament da war, weil man halt auch aufgrund dieser 7 Stunden Zeitverschiebung nicht permanent telefonieren kann. Wenn ich zum Beispiel abends nach Hause komme und das Bedürfnis habe, mit ihm zu reden, da ist er gerade auf der Arbeit und so weiter. Ne? Also aber das ist immer so ein Problem. Siehst du mal positiv. Positiv ist, dass du bald runterfahren kannst. Also bald, 7 Wochen. Ja. So weit ist es ja nicht hin. Und dass dann vielleicht das wieder gekittet werden kann, was jetzt ein bisschen angerissen ist. Du magst ihn sehr, ne? Ja, ich liebe ihn, wirklich. So. Also dann gib ihm auch nochmal eine Chance und gib euch nochmal eine Chance. Ja. Und schieß auch nochmal Vertrauen rein, investiere es nochmal. Die Sache ist es vielleicht wert. Wahrscheinlich ist es die Sache wert. Die Liebe ist es immer wert, finde ich. Das ist es ganz bestimmt. Ja. Ich habe nur ein bisschen Angst, wenn das jetzt jemand rausbekommt. Und ich bin mir sicher, es hört mich jetzt auch jemand im Radio. Und der Name Marcelina ist jetzt auch wieder nicht so oft. Ne? Dass mich dann die Leute vielleicht darauf ansprechen. Und ich habe keine Lust, mich für ihn zu rechtfertigen. Ich bin irgendwann in so einer Situation, wo ich sage, okay, ich habe mich jetzt für ihn entschieden. Genau, und dann sagst du das auch so. Und dann muss ich mich für den rechtfertigen. Warum der das denn gemacht hat? Das musst du dann ja nicht machen. Dann musst du sagen, musst du denen sagen, ihr müsst ihn fragen, lasst mich damit in Ruhe. Aber vielleicht hat es ja auch gar keiner von deinen Freunden heute Nacht gehört hier. Ja. Marcelina, also nochmal einen Schuss Vertrauen nach Amerika. Ja. Und ich wünsche euch eine schöne Zeit im Sommer, wenn ihr dann zusammen seid. Dankeschön. Alles Gute. Gute Nacht. Tschüss, gute Nacht. Stefan, hallo Stefan, 22. Ja, hallo Domian. Hallo Stefan. Um was geht's bei dir? Ja, ich bin auch entstellt. An der rechten Hand. An der rechten Hand? Ja, richtig. Was ist da passiert? Ich bin mit der Hand in der Kreissäge reingeflogen. Ja. Das klingt schlimm. Wie ist das passiert? Ja, ich bin bei der Decke einschalen auf dem Dach gewesen und über ein Kantholz gestolpert und habe versucht, mich abzustützen und bin dann in der Handkreissäge reingefallen. Bist du Dachdecker? Ja. Ach, du bist Dachdecker vom Beruf? Ja, ich bin, das war eine Ausbildung, kurz vor der Prüfung. Ja. Und ja, habe dann deshalb auch nicht die Ausbildung oder Ausbildung nicht zu Ende machen können. Voll mit der Hand. Die Säge lief natürlich. Ja. Und dann die Hand drauf. Ja, die Hand drauf. Ja, so halt rein, ne? Ins Sägeblatt. Und? Ja, 3 Finger sind jetzt, kann man sagen, ab. Sind die sofort abgesägt worden? Mhm. Haben noch versucht dran zu nähen, aber. Wollte ich gerade fragen. Das kann man doch heutzutage. Manchmal hört man das. Ja, das stimmt wohl, aber bei mir hat es wohl nicht geklappt. Nach ein paar Tagen ist es angefangen zu faulen und mussten dann direkt aboperieren, weil sonst hätte es über das ganze Arm gehen können. Das heißt, die haben die Finger wirklich mitgenommen, die abgesägt waren? Ja, richtig. Und haben die versucht dann, oder haben die in der Klinik dann anoperiert? Genau, richtig, ja, aber. Und das hat nicht funktioniert. Hat nicht so richtig geklappt, ne? Wie ist denn sowas in dem Moment? Hast du den Schmerz gespürt? Ehrlich gesagt, überhaupt nicht so. Ich war nur geschockt, hab nur gedacht, das kann jetzt nicht sein. Du hast es gesehen, ne? Du hast gesehen, dass die Finger weg waren. Ja, sicher, ja. Schoss da Blut aus der Hand raus? Ja, sicher, ja, Spritze. Ja, ich will jetzt nicht so in Detail gehen, aber da kam schon eine Menge Blut raus. Ja, halt, da musste der Chef mich auch vom Dach tragen, weil ich selber nicht mehr vom Dach konnte. Ach, die Säge war auf dem Dach? Ja, die Säge war auf dem Dach, wir haben die Decke eingeschaltet. Ja, und halt dann direkt zum nächsten Krankenhaus und dann auch direkt genäht und alles um die, aber hat leider nichts gebracht, noch 2,5 Tagen halt aboperieren. Jetzt fehlen insgesamt 3 Finger. 3 Finger an der rechten? An der rechten Hand, ja. An der rechten Hand, ja. Und heute bin ich Staplerfahrer und eigentlich klappt es noch ganz gut. Ich habe mich verstanden, heute bist du? Staplerfahrer. Ach, Staplerfahrer. Ach so. Ja, klar. Du könntest dann deinen Beruf, den du eigentlich ausüben wolltest, nicht mehr ausüben. Nein, ich könnte jetzt wohl vielleicht noch ein Jahr die Ausbildung versuchen nachzumachen und dann innerhalb ein Jahr die Prüfung machen und gucken, ob ich dann bestehen würde.
Mhm. Aber heute so wie als Dachdecker arbeiten ist ja auch noch immer so kritisch, ne? Ob das ein ganzes Jahr klappt immer so. Wie lange hat das gedauert, bis das gut verheilt war an der Hand? Ich wurde noch nachoperiert. Aber jetzt mittlerweile ist eigentlich alles ganz gut verheilt. Ich hoffe, da kommen jetzt erstmal keine Beschwerden mehr. Ja, wie viele Wochen hat das gedauert? Oh, ich war da schon 3 bis 4 Monate. 3 bis 4 Monate. Ja, konnte ich da nichts machen, ne? So, jetzt stelle ich mir vor, in 1000 Kleinigkeiten am Alltag. Anziehen, Schuhe schnüren und so. Ja, ja. Da musst du dich ja jetzt ganz neu eingewöhnen, ne? Wo drei Finger fehlen. Ja. Welche fehlen jetzt? Oder sagen wir, welche sind da noch? Den Zeige und den Daumen. Zeige und den Daumen. Da kann man ja nun viel mitmachen mit den beiden. Ja, ist die wichtigsten Finger, wurde mir ja gesagt. Ja. Und hast dich da schon so ein bisschen engagiert im Alltag, dass du da gut zu Rande kommst? Ja, sicher. Ja, also muss ja, ne? Also, ja. Ja. Schämst du dich, wenn du rausgehst und man sieht, dass die Hand so... Manchmal, manche Situationen bei Leuten, die ich neu kennenlerne, ja. Aber halt bei engeren Leuten, die mich schon halt kennen, die, da geht das ganz gut. Also ich bin auch nicht so der Typ, der jetzt auf Mitleid steht oder so. Ja. Ich mache da selbst auch schon ab und zu mal ein paar Scherze drüber oder so. Aber ja, jetzt so, dass ich da total eingeschränkt bin oder so, ist nicht so jetzt. Kriegst du wenigstens etwas Kohle von einer Versicherung? Ja, später in der Rente. Ach, später in der Rente erst? Ja, hab doch so gemacht, dass ich das später in der Rente bekomme. Hättest du es jetzt auch schon haben können und du hast dich entschieden, das dann auf später zu legen? Ja, genau. Ja, so habe ich das gemacht. Ja, ist auch eine Entscheidung, die man so annehmen kann. Ja, habe ich für später schon ein bisschen was gesichert, ne? Genau. Welche Summe ist das? Weißt du? Das ist ein Festbetrag, den weiß ich jetzt auch nicht so ganz genau. Das ist ein fester Betrag und dann wird man dann später in der Rente dann halt so eingeteilt, ne? Ah ja. Habe ich dann auch so damals dann direkt entschieden, muss ich auch dafür unterschreiben. Ja. Und wie hoch der Festbetrag ist, weißt du gar nicht jetzt genau. Kann ich jetzt so jetzt nicht genau sagen, aber wird wohl ein bisschen Geld sein. Ja, ja. Hast du eine Freundin? Ich habe eine Freundin, ja. Sie ist auch sehr, sehr großer Fan von dir, Domian. So. Ja, dann grüß sie. Sie ist auch gerade vom Fernseher und schaut dir gerade zu. Wie heißt die Freundin denn? Jennifer. Hallo Jennifer. Grüße dich sehr herzlich. Schön von dir zu hören über deinen netten Freund. Wie ist denn Jennifer, Stefan, mit dem Unfall umgegangen? Ich kannte zu der Zeit noch nicht. Also, Das war ich mit ihr noch nicht zusammen. Ach so, du hast sie kennengelernt jetzt, nachdem die Finger weg waren. Ja, nachdem ich. Warst du da so in Sachen Frauen kennenlernen und flirten und anmachen, warst du da ein bisschen auch gebremst oder auch gehemmt? Ehrlich gesagt nicht so. Ich bin da eigentlich direkt mit offen umgegangen. Mhm. Hab sie auch direkt gezeigt und sie musste dann wohl im ersten Moment lachen, aber. Sie musste nicht so lachen, so mich auslachen, aber war halt ein bisschen geschockt und hat kurz ein bisschen gelacht, aber jetzt sind es 2,5 Jahre, wo wir zusammen sind und klappt ganz gut, ne? Wann genau war der Unfall? Puh, wie alt war ich da? 18 Jahre? Achso, so lange liegt das zurück schon. Ah, ja. Ja, jetzt bist du 22. Mhm. Also, ja. Du hast dich damit gut, hört sich für mich so an, gut arrangiert. Ja, richtig. Und kommst damit auch ganz gut klar. Ja, eigentlich schon. Ne? Ja. Ab und zu mal vergesse ich dann auch wohl so, dass mir das so passiert ist und dann fällt mir dann doch wieder so ein und ja. Mhm. Aber man muss es ja jetzt auch so akzeptieren, wie es ist, weil es eh nicht mehr zu ändern ist. Und es hätte ja noch viel schlimmer kommen können, ne? Viel schlimmer. Ja, das stimmt, da bin ich echt auch froh noch. Ne, ja, wirklich. Stefan, du grüßt herzlich deine Freundin, die Jennifer von mir. Ja, mach ich. Und euch beiden und dir alles Gute von mir von Herzen. Bekommen wir denn auch noch ein Autogramm von dir? Ja, leg mal auf und wir rufen nochmal zurück. Okay, besten Dank. Tschüss. Tschüss. Ihr Lieben, nochmal wegen der Autogramme. Ich sag's mal, wer gerne welche haben möchte, der kann auch ganz einfach unsere Nummer, diese 0800 220 50 50 am Tage anrufen. Da kann man die Adressen hinterlassen und dann wird das arrangiert mit den Autogrammen. Thomas, begrüße dich herzlich. Thomas ist 23. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, Thomas. Ja, Glück erstmal gehabt, dass ich mal durchgekommen bin. Ja, freue mich, dass du da bist. Ich verfolge deine Sendung schon ziemlich lange. Aha. Folgendes Problem, also es ist eher sexueller Hinsicht. Mhm. Und zwar, ich bin in der Hinsicht SM-bedürftig. Mhm. Meine Freundin und ich, wir können uns das nur minimal teilen, bloß ich habe das Bedürfnis halt einfach, ja, viel mehr in diesen Bereich einzusteigen und bezüglich Fetischen etc. Und sie teilt es einfach nicht so in der Hinsicht mit mir, wie ich das gerne wünsche. Und ich überlege mir halt einfach, ob ich einfach irgendwie professionelle Hilfe in Anführungszeichen hinzuziehen soll. Professionelle Hilfe heißt, dass du zu einer Domina gehen willst? Oder? Ja, zum Beispiel. Also du bist da eher devot gepolt?
Devot, auf Devot, jeden Fall. Ja. Also es geht hier um Bondage, um ja, Demütigung etc. Ja, also mit Worten gedemütigt werden? Nee, eher mit Handlungen, das heißt also ein Stichwort Rollentausch. Ah ja, mhm. Oder mit, dass du magst es, gefesselt zu werden? Genau, genau, genau. Du magst es auch in einer gewissen Weise körperlich gequält zu werden? Ja, ja. Wie weit, wo sind deine Grenzen? Weißt du die noch nicht, gar nicht? Die Grenzen weiß ich noch, deren sich noch gar nicht. Das ist eigentlich nur auf ja, auf Selbstbefriedigungsweise, wie ich bis jetzt die Grenzen festgestellt habe. Und wo liegen da die Grenzen? Die Grenzen kenne ich in der Hinsicht noch nicht. Also es geht halt hauptsächlich in dem Bereich, mein Gott, wie soll ich das sagen, hier im Fernsehen, ja, von hinten genommen zu werden. Mhm, ja. Die Freundin teilt das nicht so mit dir, nur ein bisschen, sagst du. Ja, ab und zu mal. Also ich merke halt, dass es absolut ihr keinen Spaß macht. Und ach, absolut keinen Spaß. Ja. Das heißt, sie macht das nur dir zuliebe ein bisschen. Genau, mit. Genau, genau. Oh ja, das ist natürlich übel. Das ist übel. Wann hast du das bemerkt? Du bist ja erst 23 Jahre alt. Wann hast du bemerkt, dass du so ein bisschen tickst in der Richtung? Oh, das war schon ganz früh. Echt? Ganz früh? Das hat schon angefangen, ich weiß nicht, so Kindesalter. Es hat so mit einem Fetisch bezüglich Gummi, Latex etc. angefangen. So Taucherbrille, Flossen damals schon und so. Und hat sich weiterentwickelt. Ist ja verrückt, ist die Taucherbrille und die Taucherflossen, die man dann vielleicht als Kind oder als Jugendlicher hat, ist der Vorläufer eines Gummifetisch dann. Genau, später genau, und genau das ist es. Irre. Ja. Und dir ist es so bewusst geworden, wahrscheinlich so nach der Pubertät, ne? Dass du wirklich drüber nachgedacht hast. Ja, das hat angefangen so nach den ersten, wie soll man sagen, Ejakulationen. Mhm, ja, ja, klar. Hat es angefangen, dass ich halt festgestellt habe, dass ich auch Spaß andersrum habe. Ja, ja. Du hast deiner Freundin das damals irgendwann gesagt? Wie lange seid ihr ein Paar schon? Wir sind jetzt seit circa 3,5, fast 4 Jahren ein Paar und seit ungefähr 2,5 Jahren verlobt. Ach, verlobt auch schon? Ja. Verlobt auch schon. Wobei kein, also jetzt irgendwie nicht nächstes Jahr wir heiraten oder so, sondern das ist irgendwie... Ja. Wie sehen denn die Spielchen aus, die du mit deiner Freundin machen kannst? Anders gefragt, was macht sie mit dir? Was ist sie bereit mit dir zu machen? Kennst du diese Strap-ons? Nee. Also eine Frau schnallt sich halt einfach einen Dildo um und damit penetriert sie halt ihren Partner. Und das macht deine Freundin? Selten. Und dann auch nicht gerne? Mir scheint es jedenfalls so, als ob sie es nicht gerne macht. Ja. Ist das bei dir eine latente bisexuelle Neigung auch oder muss das schon eine Frau sein? Da bin ich mir jetzt nicht so sicher, aber ich sage jetzt mal zu 70-80%, es muss auf jeden Fall eine Frau sein. Mhm. Also es macht mir unheimlich an, wenn es halt eine Frau ist, weil mit dem Mann, da kann ich nichts anfangen, ehrlich gesagt. Ja. Was macht sie noch? Schlägt sie dich? Pflegen? Nee, schlägt sie dich? Nee. Das nein. Nicht? Demütigt sie? Also das wäre jetzt auch nicht so die Sache, die mir jetzt irgendwie im Sinne schwebt, sondern es geht mir einfach darum, irgendwie halt total ausgeliefert zu sein. Mhm. Das ist natürlich absolut tragisch quasi, wenn man in einer eigentlich glücklichen Beziehung ist, so eine Affinität hat wie du und die andere Person, der Partner, damit überhaupt nichts anfangen kann. Weil das kann man sich nicht antrainieren. Entweder steht man da drauf oder man steht nicht drauf. Man kann das vielleicht irgendwie so ein bisschen rauskitzeln aus jemandem, wenn da ein bisschen was ist, wenn da aber nichts ist, ist meine Überzeugung, meine Erfahrung auch, kann man das nicht machen. Belastet das eure Verbindung? Unsere Verbindung jetzt weniger, also eher meine Psyche. Also ich überlege halt schon seit Monaten irgendwie mal zu einem professionellen Studio halt zu gehen und ob ich das wirklich wagen soll. Und für mich ist es halt einfach ein Beziehungsbruch in der Hinsicht. Aber ich weiß nicht, ob ich es wirklich mal tun soll, um herauszufinden, ob das wirklich meine Sache ist. Hast du auch noch so, was man normalen Sex nennt mit deiner Freundin? Ja, ja, um Gottes Willen. Das schon. Und wie? Und wie? Und das ist auch okay für dich, aber du brauchst und willst das andere auch. Genau, genau. So kann man es sagen. Hast du denn deiner Freundin das schon mal angedeutet, was sie dazu sagen würde, wenn du das mal machen würdest? Angedeutet ja, aber im weitesten Sinne, also... Und wie direkt angesprochen noch nicht. Also sie weiß sehr wohl, dass ich in der Hinsicht
doch einige Fetische habe, das heißt Fetisch bezüglich Gummi, bezüglich Fesseln etc. Aber was meinst du denn, wie aufgrund der Andeutung und überhaupt aufgrund deiner Kenntnis deiner Freundin, wie würde sie darauf reagieren, wenn du es klar sagen würdest? Schockierend. Also keinesfalls tolerant, dass sie sagt, okay, gut, dann geh da hin, Sex ist Sex und unsere Beziehung ist Beziehung. Nein, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Dann steckst du in einem Dilemma. Genau. Das eigentlich gar nicht gelöst werden kann, außer du machst es heimlich. Genau, also sie weiß sehr wohl, dass, Befriedigung etc., weiß sie sehr wohl, was da bei mir abgeht, aber was in meinem Kopf abgeht, weiß sie nicht. Was würde geschehen, wenn du sagst, okay, ich entscheide mich jetzt für meine Beziehung, meine Freundin, und ich verdränge diesen ganzen Bereich SM-Sehnsüchte, die ich in mir habe? Es wird eine Zeit lang gut gehen, bestimmt. Also ich habe es schon soweit probiert, aber es geht nur eine Zeit lang gut. Mhm. Und dann wird es wieder brodeln und es würde zu inneren Verspannungen kommen, wie es jetzt auch teilweise schon ist, und dann sucht sich das irgendwie einen Weg. Genau, und es kommt immer auf den gleichen Gedanken zurück, ob ich nicht eventuell wirklich mal professionelle Hilfe in Anführungszeichen zu Rate ziehen sollte. Also wir reden jetzt nicht von einem Therapeuten, ne? Nein. Also nur zur Erklärung für die Zuschauer. Das ist ein Verlangen. Ich verstehe. Tja, also wir drehen uns um die Frage, gehst du jetzt heimlich hin oder sagst du es ihr? Es geht um die Sache, heimlich hinzugehen. Weil Sagen kommt überhaupt nicht in Frage? Nee. Weil du Angst hast, die wird es nie verstehen und du hast Angst um die Beziehung. Genau. Ja, ist es so dramatisch, dass du sagst, die würde vielleicht die Beziehung beenden, wenn die das wüsste? Ja, definitiv. So klar? Definitiv. Obwohl sie weiß, dass du so eine Ader in dir hast? Und Wir haben eine unheimlich glückliche Beziehung und sie weiß von meiner Ader, aber wenn es mal so weit kommen würde, da bin ich mir hundertprozentig sicher, da wäre es einfach rum um die Sache. Weißt du, Thomas, wenn es mit einem Mal getan wäre, würde ich sagen, mein Gott, geh hin. Geh hin und schwamm drüber und es ist gut. Ich vermute allerdings, dass du da im wahrsten Sinne so als Blut leckst. Ja, das ist genau das, was ich eben auch denke, die Gefahr eben dran. Und du das erkennst, dass das dein Ding ist und du wahrscheinlich davon gar nicht mehr lassen möchtest. Und das ist natürlich eine Frage. Mal kann man sich ja sowas mal machen, als Ventil auch einfach, um die Beziehung zu entlasten. Aber ob man das auf Dauer machen kann, ist einfach eine ganz, ganz, ganz persönliche Gewissensentscheidung. Ja, genau, darum geht's mir. Ja, und die ich von außen... Einmalige, da hätte ich jetzt nicht so das Problem mit, aber was ist, wenn das halt dementsprechend Spaß macht, ne? Und ich erahne schon, dass es dir Spaß machen wird, so wie du das gerade gesprochen hast, dass es dir Spaß machen wird. Und dann ist die Frage, wo legst du die Wertungen hin, in deine Sexualität, in deine Beziehung? Natürlich wäre es optimal, wenn deine Freundin, wenn sie so tolerant wäre und sagen würde, Mensch, ich schütze meine Beziehung und der Typ kann da in sein komisches Studio gehen und wir haben unser Leben, aber so ist sie nicht. Ja, das ist genau das Problem. So, was machen wir jetzt? Ja, das ist meine Frage an dich. Was soll ich machen? Soll ich es mal ausprobieren oder soll ich es lieber auf die private Ebene schieben und einfach bleiben lassen und den Kopf spielen lassen? Aufgrund der Fakten, die du mir erzählt jetzt hast, glaube ich, dass es keinen Sinn hat zu sagen, verdräng es, weil du spätestens in einem halben Jahr oder Jahr unterhalten wir uns wieder und du sagst, ich kann es nicht verdrängen. Also mach es. Experimentiere mit dir selbst. Vielleicht wird es ja gar nicht so sein, wie wir gerade schon vermutet haben. Vielleicht ist ja auch erstmal die Luft raus, wenn du einmal da warst. Wenn es nicht der Fall ist, musst du dir überlegen, wie du dich weiter entscheidest. Ob du vielleicht doch nicht den Weg gehst und es mit deiner Freundin besprichst. Ja, das habe ich befürchtet. Dass ich das so sage. Aber ich habe ja beides gesagt. Ja. Denn das wäre jetzt zu albern zu sagen, nein, das muss jetzt verdrängen und so. Dafür klingt mir das zu intensiv bei dir. Ich hänge schon in diese Richtung, dass ich das mal probieren will, aber das ist diese Gefühlssache, der Gewissensbiss. Na klar. Es hat natürlich letztendlich direkt mit eurer Beziehung, mit der Liebe zu deiner Freundin nichts zu tun, ne? Also die Liebe ist dadurch absolut unangetastet. Also so sehe ich das auch. Toll wäre, dass wenn man das, vielleicht wenn es wirklich so stark bei dir wird, wenn du dieses deiner Freundin so herüberbringen könntest, das wäre ideal. Das wäre optimal.
Ah, das bedarf ganz viel Einfühlsvermögen. Ja, aber dafür musst du auch erstmal wissen, was du willst. Hm. Und um das herauszukriegen, dann mach einfach mal einen Testversuch. Ja, okay. Mit dieser Perspektive. Es geht nicht, also was ich nicht gut finde, ist, wenn man auf Dauer ein Doppelleben neben der Beziehung führt. Das geht nicht. Nee, also das habe ich absolut nicht vor. Nein, das geht nicht. In diese Richtung geht, aber mir war schon mal wichtig, dass ich einfach mal eine unabhängige Meinung zu dem Thema einfach mal bekomme. Mhm. Mein lieber Thomas, vielleicht meldest du dich nochmal, wenn du irgendwie was gemacht hast, wenn du weitergekommen bist, können wir nochmal reden. Gerne. Alles gut. Ich gerne nochmal an. Ja, sehr gerne. Kleine Frage. Ja. Autogramm. Heute ist das sehr witzig. Ja, ja, bitte leg auf und wir rufen dich wegen der Anschrift nochmal an. Alles klar. Okay. Danke, Domian. Tschüss. Ciao. Semia. Oh. Stimmt das? Ja. Ja, eine Frau. Ja, genau. Ja. Semia, 26 Jahre. Ja, genau. Deswegen rufst du an, Semia. Ja, also ich habe so ein sexuelles Problem mit meinem Freund. Und zwar haben wir eigentlich guten Sex, aber er leckt mich. Nicht? Nein. Also es kommt zu keinem Oralverkehr? Ja, meinerseits schon, aber seinerseits... Seinerseits nicht. Hm. Und ja. Hast du ihn gefragt, warum? Ja, und er möchte halt nicht darüber sprechen. Er blockt halt immer ab und... ist dann auch immer ein bisschen sauer, wenn ich dann darauf rumreite und so. Und dann ist das auch immer so, dass wir uns halt streiten im Endeffekt. Und heute haben wir uns das letzte Mal richtig gestritten, heute Abend. Ja. Ja, und jetzt weiß ich irgendwie nicht weiter, weil ich will unsere Beziehung zwar nicht belasten und ich will mich aber auch nicht trennen, ja. Weil ich ihn ganz toll finde, aber, also, aber ich kann auch so nicht weiterleben. Also du liebst ihn sehr? Ich glaube, ja. Du glaubst? Ja, also 6 Wochen sind es eigentlich erst, aber ach. Ja. 6 Wochen seid ihr erst zusammen? Ja. Ah, das ist ja alles noch ganz frisch. Ja, aber da er sagt, er hat das noch nie gemacht und er wird das auch nie machen. Ach, wie alt ist er? Auch 26. Und er hat das noch nie gemacht? Sagt er. Und ich weiß nicht, ob ich ihm glauben kann. Da würde ich erstmal ein bisschen geduldiger sein, Semia. Sechs Wochen ist noch zu frisch. Wenn ihr jetzt 5 Jahre zusammen wärt, dann würde ich vor einem Rätsel stehen. Aber 6 Wochen, du musst den einfach perfekt verführen und dann wird er das auch schon machen. Oh, ich habe schon alles versucht. Ach nein, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Du hast noch viel, viel tollere Tricks auf Lager, glaube ich. Ich habe wirklich schon alles versucht, aber ich habe keine Lust, noch 5 Jahre zu warten. Nein, aber... Ich bin echt unausgeglichen seitdem. Na gut, aber ich meine, von was reden wir? Ihr kennt euch 6 Wochen. Ja. Und da ist die Sexualität noch nicht so optimal, wie du es gerne haben möchtest. Ach so, wir waren schon mal zusammen vor 4 Jahren. Also wir kennen uns eigentlich schon. Also so ist es ja nicht. Vor 4 Jahren? Und wie lange wart ihr damals zusammen? Ich schätze mal so 1,5 Monate oder so. Ja, komm. Das ist alles noch im guten Bereich. Da musst du ein bisschen geduldiger sein. Hm. Und die Sache und das ein bisschen auf ihn zu... Und du musst es auf dich zukommen lassen und ihn auch in Ruhe lassen. Und er weiß ja jetzt, dass du das gerne möchtest. Hm. Und auch nicht zu fordernd jetzt sein. Aber er hat gesagt, entweder... Also, er macht es halt nicht und ich kann damit klar, oder ich soll mich trennen. Ja, aber das würde ich jetzt nicht mal so auf die Goldwaage nehmen. Ich würde es die nächste Zeit gar nicht mal groß thematisieren, sondern einfach mal immer kommen lassen. Und in ein paar Monaten kann man dann nochmal weiter überlegen, was los ist. Ich halte das noch nicht für so ein gravierendes Problem. Aber heißt das nicht, dass ich meine, wir sind ja, also eigentlich, wie du schon sagtest, noch nicht so lange zusammen, also frisch. Mhm. Und eigentlich fährt man doch voll auf den anderen ab und ja, so. Ja, eigentlich schon, aber jeder Mensch ist irgendwie ein bisschen anders und manche brauchen für gewisse Praktiken auch ein bisschen Anlaufzeit. Ich würde ihm da wirklich noch eine Chance geben und diese Chance geben heißt Zeit geben. Okay. Seht mir, alles Liebe euch beiden. Ich muss Schluss machen. Tschüss. Ja, tschüss. So, meine Lieben, ich bedanke mich bei meinem Team, nämlich bei Uli Krapp, bei Katrin Pausen, Malte Emels, Jan Hölz, Christian Part, Jan Gräfe zu Baringdorf, Max Fischer, Magdalena Groß. Unsere Osterpause, die jetzt beginnt, endet am 21.04. Und ich sehe hier gerade einen Hinweis, ich habe gerade eine falsche Telefonnummer gesagt. Für Autogramme wählt ihr bitte die 0180 5678 und dreimal die 1. 0180 5678 und dreimal die 1. Das ist die Hotline für unsere Autogramme. Ich wünsche euch
eine schöne Osterzeit, schöne Ostern und freue mich sehr, wenn wir uns wiedersehen und wieder hören. Bleibt gesund, ich freue mich auf euch. Bis dahin, tschüss.